Von seiner besten Seite will sich Mecklenburg-Vorpommern bei der Expo 2015 in Mailand zeigen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus und Wirtschaftsminister Harry Glawe stellten gemeinsam bei der Landespressekonferenz das Präsentationskonzept des Landes in der italienischen Modehauptstadt vor. Das Motto lautet: MV, ein Teil von Deutschland, der entdeckt werden soll. Denn während Mecklenburg-Vorpommern innerhalb Deutschlands touristisch eine Spitzenposition einnimmt, ist der Bekanntheitsgrad jenseits deutscher Grenzen deutlich ausbaufähig. Im deutschen Pavillon wird sich das Bundesland mit einer kulinarischen Landkarte, einem sogenannten Gucki, das sind 8 typische Bildmotive aus MV, einer Hörstation und einem Fotopoint mit dem Schweriner Schloss als Motiv präsentieren. Darüber hinaus rückt MV bei der Länderwoche vom 18. bis 25. Mai gesondert in den Mittelpunkt. Kosten insgesamt gut 270.000 Euro. Das Landwirtschafts- und das Tourismusministerium teilen sich die Kosten je zu 50%. Das Ziel der Präsentation? Ja, wir erwarten erstmal, dass wir deutlich besser wahrgenommen werden und über die bessere Wahrnehmung dann auch mehr Buchungen insgesamt stattfinden. Einen ersten Zugriff haben wir ja. Costa wird ja in besonderer Weise ab Rostock-Warnemünde dann auch Seereisen anbieten und der Rostocker Flughafen in Lage wird über 20.000 Gäste nach Lage bringen. Und das könnte ein erster Anstoß sein, um die Gästezahlen aus dem Ausland hier auch deutlich zu erhöhen. Eine große Wirkung ins Land hinein soll das zweite Thema haben, das auf der Landespressekonferenz vorgestellt wurde. Ministerpräsident Erwin Sellering informierte über die Einrichtung der Ehrenamtsstiftung MV. Diese soll verschiedene Aufgabenfelder bearbeiten. Neben einer Stärkung der Anerkennung des Ehrenamtes, einer Beratung in rechtlichen Fragen und bei Fragen zur Förderung, soll die Stiftung auch bei der Weiterbildung von Aktiven, der Vernetzung und beim Abbau bürokratischer Hürden helfen. Das Land wird die Stiftung jährlich mit 1,4 Millionen Euro unterstützen. Ein Großteil davon fließt in die Personalkosten.